Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Auf dem Weg zur Zellulosefabrik, dann sehen wir auch gleich, wie viele Kartons da tatsächlich noch rumliegen. Und vielleicht gucke ich mal, ob ich hier auch irgendwie ein paar Kartons gleich mitnehmen kann. Sonst muss ich ja nochmal hierher fahren. Aber was ich nicht interessant fand bei dem Gespräch gestern mit den Blaubeeren, wie viel. Ach, da liegen ja noch Kartons rum. Da liegen ja noch. Na, die Waldfee. Kartons haben wir auf jeden Fall noch genug. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob wir da vielleicht ein paar Kartons draufgeschmissen bekommen. Ich meine, ich brauche ja nicht viel. So 4 Paletten oder so. Wenn ich den mit dem da drauf kriegen würde, das wäre ja. Schmeißt die da einfach hinten rein? Das sieht ja kein Mensch, ob da noch Paletten drin sind. Eine schon mal versenkt. Ich denke, die fallen auch nicht raus. Vier Stück müssten eigentlich passen. Oh! Mist. Das war ein bisschen zu übereifrig. Wie viel haben wir hier noch drin? 8000 Liter. Nein. Ah, oh, Mist. Warum fallen die jetzt denn runter, ey?
Ja, gut. Noch eine versenkt. Machen wir die Plane dann einfach drüber und dann ist gut. Also, was soll denn da schon passieren? So, eine brauchen wir noch. Dann haben wir hier auch mal wieder ein bisschen Ordnung geschaffen. Perfekt. Gut, das Wasser hole ich dann einfach nächste Woche ab. Müssen wir mal eine kleine Rundreise machen, aber ist okay. Da sind noch 17.800 Liter drin. Plane drauf. Und los geht's. Hoffen wir mal, dass sie drin bleiben. Nicht rausfallen. Ah ja. Das ist schon praktisch. Und die Hackschnitzel, die werden wir beim... bei der Holzkohle ausladen. Und dann in den Annaburger schaufeln, denke ich. Dann passt es nämlich. Dann können wir nämlich die die Holzkohle auch voll machen für die Nacht. Und vielleicht kriegen wir sogar Leerpaletten noch ein paar raus und versorgt. Die Palette ist weg. Ah nee, die ist noch runtergefallen. Huh! Glück gehabt. Gut. Dann ist alles gut gelaufen. 7:30 haben wir gleich. Müssen Gas geben. Dass wir das alles noch fertig kriegen. Ich sollte auf jeden Fall in die Leerpalettenproduktion noch was reinmachen. Holzkohle wäre nicht mal so wichtig, finde ich. Weil wir dann noch genügend Vorrat haben. Da haben wir noch 8-9 Paletten rumstehen eigentlich. Was ganz gut ist. Leerpaletten hätten wir eigentlich auch noch genügend. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da unbedingt unter Zugzwang sind.
Aber wenn die Blaubeeren nächste Woche oder so natürlich mal einkaufen, dann wäre schon gut, wenn ich da auch einen Vorrat hätte. Ich muss mal gucken, wie viel. Wie viele Leerpaletten überhaupt beim Metzger reingehen. So, Hackschnitzel raus hier. Klar, unnötiges Chaos, aber müssen wir jetzt einfach so machen. Dann gucken wir nämlich gerade mal rein. Also. Holzhacker. Haben die abgeholt? Die haben abgeholt. Haben die überwiesen? Glaube ich nicht. Gerne mal anrufen. Holzkohle. Ja, guck mal, hier haben wir schon wieder. 7 haben wir da stehen. Da stehen nochmal 5. 13 Paletten. Es ist jetzt alles ganz gut. Karton. Haben wir noch mal eine Palette drin. Fehlt Wasser. Metzger. Das wollte ich gucken. 32. Karton. Oh Gott, geht da viele Kartons rein. Muss gerade mal gucken, was ich dann hier überhaupt verkaufen kann. Döner kann ich verkaufen. Wobei ich Döner, glaube ich, rausnehmen. Dönerfleisch rausnehmen. Wurst und Steak lass mal drin. Sägewerk. Hat ein bisschen was. 4 Paletten. Die müssen wir jetzt gleich rüberfahren. Papierproduktion ist voll. Sägewerk rüberfahren. Jawohl. Mist. So sollte das eigentlich nicht sein.
Weißt du was? Wir haben ja hier nicht umsonst in Xerion. Abala. Der hat genügend Leistung. So, warte mal, wir machen hier mal gerade ein bisschen Licht. So. Dann machen wir noch ganz schnell hier die Paletten nämlich rum. Brauchen wir nur den Manitou. So. Ich glaube, so wie das gerade aussieht, da lassen wir die Bordwände einfach drauf. Wir gerade noch hier 4 Paletten drauf haben und dann können wir Feierabend machen. Boah, habt ihr das gesehen? Akrobatik pur. Nein, das wird aber nichts. Das war auch Akrobatik pur. Och nee.
Gut. Ja, ich überziehe gerade schon wieder ein bisschen die Folge. Aber die vier, die will ich jetzt noch kurz verladen. Die zwei. Nicht vier, zwei. Ich kann sie auch einfach einzeln nehmen, ne? Dann wäre es einfacher. Naja, auf geht's. Komm runter hier. Und eine noch. Das ruckelt sich bestimmt dann alles so hin. Ups, ich sehe nichts. Es ruckelt sich dann hoffentlich alles so hin, dass da nichts runterfällt während der Fahrt. So wie es die Kartons auch gemacht haben. Geh runter. Gut. So. In Metzger haben wir leider heute nicht mehr geschafft zu befüllen, denn aber das schaffen wir morgen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Like, Abo und Kommentar nicht vergessen. Bis morgen. Tschüss.